Hakuna Matata, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rule of Rose. Wir sind wieder beim Lumpenprinz. Im Oktober, im letzten Part, haben wir das komplette Lebkuchenhaus erkunden können, sehr gründlich, und haben das Versprechen mit Wendy erneuert. Schauen wir mal, wie es denn jetzt weitergeht. Diesmal geht die Tür auf. Wir sind im Oktober 1930. Rag Princess. Süß. Die Lumpenprinzessin. Es ist ein Notfall eingetreten. Nehme ich gerade auf. Das ist der Notfall. Ja, okay. Joshua, der Bär ist weg. Suchteams sind unterwegs. Wer ihn findet, erhält einen roten Stift und wird Mitglied des Aristokratenclubs. Die Aristokraten des roten Stifts. Brown. Oh, da bist du ja wieder. Ja. Ganz fein. Ganz brav. Oh, ich will ihn streicheln. Klappt aber gerade irgendwie nicht. Willkommen zurück auf dem Luftschiff. Ja, das haben wir ja total vermisst. Gregs Tagebuch. Das gehört wahrscheinlich auch in Dateien. Kann man da nachlesen. Dann werde ich das auch erstmal ablegen. Yep. So, und ich oder zwei Waffen. Hauskarte. Och, die brauche ich ja jetzt auch nicht mehr. Ablegen. Und dann werde ich das Stahlrohr... Nee, erstmal die Schaufel. Ich würde gerne mal gucken, wie das ist mit der Schaufel. Gut. Dann Frühlingsparfum. Fund. Mal gucken, ob er was finden kann. Er geht tatsächlich los. Dann folgen wir ihm einfach mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aha. Also das Frühlingsparfum ist, glaube ich, etwas Optionales. Es geht jetzt nicht, also ich habe jetzt noch keinen Gegenstand. Aha. Sommerparfum. Was? Warum? Wofür brauche ich das? Hä? Und was kann ich jetzt damit machen? Nee, jetzt kann er wieder nichts finden. Aus dem Frühlingsparfum wurde ein Sommerparfum? Entfernen. Ja. Anscheinend schon. Oder, nein, ach, hier. Ach, Entschuldigung. Ich habe jetzt nur bei Zielfinden gelesen. Es ist das Frühlingsparfum. Damit kann er nichts mehr finden. Dann möchte ich gerne einmal gucken, ob du mit dem Sommerparfum was finden kannst. Nein! Du kannst... Aha, also nicht in diesem Abschnitt. Das war also anscheinend nur Zufall, Glück. Ach, ich weiß nicht, soll ich das Parfum selbst verwenden oder soll ich es abgeben? Ich versuch's mal ab. Ich weiß es nicht. Wofür ist es da? Hä, gab's hier nichts was zum Speichern? Anscheinend nicht mehr. VIP-Room. Und wenn du an den Murmeln schnüffelst, Fund. Ja, in Ordnung. Dann gehen wir erstmal nach draußen. Okay, ihr merkt wahrscheinlich schon, ich
schnüffel wieder ein bisschen viel rum. Ich koste es gerade aus, dass wir Brown wieder dabei haben. Weil ich die Hoffnung habe, da kann ich nicht rein. Scheiße. Weil ich die Hoffnung habe, dass ich wieder Sachen einsammeln kann, wie die Schleifen oder die Murmeln. Wenn ich sie abgebe, kriege ich ja Heilobjekte. Okay, also die Murmel führt mich dahin, wo ich nicht rein kann. Das ist doof. Weil ihr seht, ich habe gar kein einziges Heilobjekt. Das ist überhaupt nicht lustig. Wäscheklammern. Fund. Komm, das kann doch nicht auch da drin sein. Das ist aber doof. Nein, okay. Scheiße, nee, er geht wieder dahin. Na gut, dann komm mit. Dann werde ich jetzt so versuchen. Ich werde mal jetzt meine restlichen Murmeln... Ich glaube, mir fehlt aber wirklich eine Murmel, damit ich ein Heilobjekt kriege. Und ich glaube, mir fehlt auch noch ein oder zwei Wäscheklammern. Ich probiere es jetzt einfach mal. Entfernen. Etwas anbieten. Murmeln. Du hast mir drei davon gebracht. Gib mir neun und ich gebe dir etwas Süßes. Etwas an. Neun brauchen wir noch. Ja, seht ihr? Scheiße, wir brauchen direkt nur eine Murmel noch. Eine Murmel. Oh. Wenn wir nur eine Murmel mehr hätten, dann könnten wir jetzt, weiß ich nicht, einen Keks, ein Teegebäck, ein Bonbon, ein Lollipop kriegen, was auch immer. Wir haben aber nur acht. Das ist nicht gut. Und was ist mit den Wäscheklammern? Ich glaube, da fehlt uns auch eine. Gib mir noch sechs und ich gebe dir was Süßes. Wie viele habe ich davon? Oh, von den Wäscheklammern fehlen mir sogar zwei. Da war das mit den Murmeln echt schon besser. Scheiße. Was ist, wenn ich ihnen das Parfüm anbiete? Frühlingsparfüm. Aber ich kann es verwenden. Aber nein, im ersten Spieldurchlauf habe ich es nicht gebraucht. Okay, ich mach mal. Du hast eines der Parfums der vier Jahreszeiten gefunden. Doch der Kreis ist noch nicht vollendet. Komm zurück, wenn du alle hast. Und ich gebe dir den Schlüssel zum Geheimzimmer. Wow, Interdesting. Oh, okay. Das Geheimzimmer ist wahrscheinlich da, wo gerade Brown geschnüffelt hat. Scheiße, und wir brauchen alle. Wir brauchen noch zwei. Gut, das heißt also, mit den Parfums kriegen wir keine Heilobjekte, sondern den Schlüssel zur geheimen Tür. Boah, da war ich noch nie. Boah, okay. Abbrechen. Scheiße. Das sieht echt nicht gut mit uns aus, Leute. Sieht einfach nicht gut aus. Frühlingsparfüm. Sommerparfüm. Fund. Jetzt suchst du auf einmal, jetzt schnupperst du. In der Bücherei. Ich hoffe, du findest da was. In der Bibliothek. Ja. Also wie gesagt, ich kümmere mich jetzt gerade darum. Da ist Mac. Ah! Herbstparfüm! Perfekt. Okay, kurz beruhigen. Ich freue mich gerade so, weil vielleicht schaffen wir es sogar gemeinsam, dieses Geheimzimmer zu sehen. Dadurch, dass das Spiel sehr selten gespielt worden ist, ist es einfach schwierig, im Internet überhaupt was dazu zu finden. Deswegen finde ich das gerade super spannend und richtig toll, dass ich hier gerade eigene Fortschritte schaffe, gerade beim zweiten Durchlauf. Gut.
Dann versuchen wir jetzt noch einmal das Herbstparfüm als Fund zu machen. Okay. Ich freue mich gerade, ich freue mich gerade. Vielleicht klappt es. Bitte bring mich nicht in das Geheimzimmer. Wobei, das ist paradox. Das geht nicht. Er kann mich nicht ins Geheimzimmer bringen, weil wir erst später dafür den Schlüssel kriegen. Hä? Ab hier findest du auf einmal nichts mehr? Komm, laufen wir erstmal gemeinsam. Ein bisschen weiter weg. Dann setze ich den Fund nochmal neu. Herbstparfüm entfernen und Fund. Ja, es klappt. Wobei, wo bringst du mich hin? Wo bringst du uns hin, Brown? Ja, das ist kein geheimes Zimmer. In die Garderobe. Okay, ich merke, wie gesagt, Leute, es ist hier gerade kein storyrelevanter Part. Als du die Tür geöffnet hast, begrüßt dich ein wunderbarer Duft. Ja, es war der frische Geruch des ersten Schnees im Winter. Ein kühler und scharfer Duft durchzieht den Raum. Leute, it's happening! Woohoo, the hype is real! Winterparfüm! Ich muss, I have to save this beautiful achievement. Es ist eine persönliche Errungenschaft für mich, weil ich im zweiten Playthrough es geschafft habe. Boah, das ist richtig gut. Gut, dass ich jetzt mal noch daran gedacht habe, mit dem Frühlingsparfüm ein bisschen was zu schlüffeln. Oh mein Gott, wir können die geheime Zimmertür öffnen und ich bin gespannt, was es sein wird. Oh Gott. Also, ich weiß, das Frühlingsparfüm haben wir ziemlich früh am Anfang, glaube ich, des Spiels bekommen. Da habe ich ganz schön viel geschnüffelt. Wobei ich auch hier beim Frühlingsparfüm wiederum zugeben muss, im ersten Playthrough habe ich das Frühlingsparfüm nicht gefunden. Somit habe ich also auch all die anderen nicht gefunden, weil das erste Parfüm führt ja zu all den anderen Parfüms. So, das heißt, das ist jetzt wieder etwas Neues für mich, weil, wie bereits erwähnt, ich im ersten Playthrough Gregs Tagebuch nicht gefunden habe und ich habe das Frühlingsparfüm nicht gefunden. Und jetzt habe ich mir gedacht, irgendwie, weiß nicht, ich wollte jetzt einfach gucken und vor allem hat das geklappt, dass ich den Fund nochmal neu, also weggelegt habe und nochmal neu gemacht habe, weil dann hat Brown die Fährte neu gespürt. Oh ja, okay, Leute, ich freue mich gerade so, ich freue mich gerade so, ich werde den Fund wegmachen. Ich habe alle 4 Jahreszeiten das Parfüm. Das ist eine wunderbare Errungenschaft. Ich werde auch abspeichern und wir werden jetzt, auch wenn es nicht storyrelevant ist, wie gesagt, es ist etwas Optionales, was ich jetzt hier gerade mache. Und dieses Optionale habe ich eigentlich gemacht in der Hoffnung, auf mehr Murmeln, mehr Wäscheklammern zu finden, damit ich sie bei dem Aristokratenclub abgeben kann, damit ich mehr Heilobjekte bekomme. Das war eigentlich der ganze Sinn und Ziel der Sache. Boah, was ist wohl in diesem Geheimzimmer drin? Oh mein Gott, ich freue mich. Ihr wisst es gar nicht. Oh Gott, gut, okay. Ich speichere auf. Ja, April, das braucht ja kein Schwein hier mehr. Die April-Parts sind auch schon längst hochgeladen. Das speichern wir erfolgreich. Und wir werden jetzt gemeinsam live, so live wie es nur gehen kann, zurück zu der Aristokratenclub-Tür gehen. Und wir können alle 4 Parfums, das heißt, im The Rag Princess Hue Chapter findet man die restlichen 3 Parfums. Das ist sehr interessant zu wissen, dass ich glaube, zumindest fühle ich mich gerade eine der wenigen, die das gefunden hat. Vor allem im zweiten Playthrough. Es lohnt sich so sehr, dieses Spiel zweimal zu spielen. Wirklich. Ich freue mich darüber so sehr, wie so ein Keks im Backofen, der schön jetzt gerade zur Weihnachtszeit gebacken wird und dann aufgefressen wird. Dann machen wir es chronologisch. Wir geben zuerst das Frühlingsparfüm.
Duft des Frühlings, Duft des Sommers, Duft des Herbst, Duft des Winters. Ah, was für eine Duftmischung. Die Düfte des Jahres, alle vereint, lege sie nun in meinem Bauch. Du bekamst SZ Geheim Z. Oh yeah. Holy moly, abbrechen. So, schauen wir uns das an. Geheimzimmer. Es gibt nur Pfund. Entschuldigung, man kann keinen Pfund machen, man kann es nur verwenden. Oh mein Gott, bitte lasst... Komm, Brown. Bitte lass das Geheimzimmer hier hinten das sein. Ich wüsste sonst nicht wo. Ist jetzt auch sonst doof, wenn ich das Geheimzimmertüren, wenn ich den Geheimzimmertüren-Schlüssel habe. Und ich weiß nicht, wo die hinkommen soll. Ja! Geheimer Gang! Uiuiui. 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 Ihr werdet jetzt etwas sehr Optionales, Exklusives sehen. Genauso, das ist jetzt, wie ich das zum ersten Mal sehe. Wo das hinführt, es ist staubig. Hier wurde was entlang geschliffen, es ist aber staubig. Und wieder mit Sachen bedeckt. Und was ist das? Prinz und Prinzessin. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Ich muss gerade diese ganzen Eindrücke erstmal hier verarbeiten. Es ist ein kleiner Raum. Wir haben einen Revolver gefunden. Gewehr verwenden. Und ja, es ist jetzt auch neu für mich. Es ist ab diesem Punkt neu und blind, weil ich den Revolver nie gefunden habe. Und jetzt habe ich ihn gefunden. Das Gewehr kann verwendet werden, sobald man es auf den Menüschirm aktiviert hat und über Kugeln verfügt. Ach, die muss man auch noch haben, natürlich. Mit der R1-Taste bereitet man das Gewehr vor. Dann drückt man die Kreistaste, um zu schießen. Was liegt hier sonst noch? Es ist ein Seil. Und sieht das aus wie Patrone? Nee, das ist eine Zeichnung, die man sich irgendwie nicht angucken kann. Nur ein Schuss. Man kann das sogar als Pfund, man kann es so verwenden, man kann es sogar als Waffe aufrüsten. Sehr, sehr interessant, Leute. Also, wow. Das ist sehr schön. Das ist sehr gut. Das ist was Neues, was Besonderes. So, und da wir hier waren, Brown, bitte kannst du noch einmal an die Murmeln schnüffeln. Du hast mich nämlich hier reingeführt. Pfund. Aha, was haben wir hier? Was ist es? Eine Socke. Seriously? Keine Murmel? Eine Socke. Die führt uns aber zum Teegebäck oder zu weiteren Wäscheklammern. Okay. Du findest hier noch was? Was ist es? Eine Murmel! Es ist eine Murmel! Tut mir leid, wenn ich manchmal so echt hoch... Ich weiß, ihr kriegt Ohrenkrebs von mir. Tut mir leid. Aber ich freue mich gerade mega, weil wir jetzt genau die 9 fehlenden Murmeln haben für ein Heilobjekt. Für ein Krabbenburger. Für die kleine Schatztruhe. Dadam. Okay, er will raus. Dann gehen wir einmal kurz raus. Sehr interessant, dieser Raum, wirklich. Das ist ein geheimer Gang. Oh, ich freue mich so super duper. Aha, was haben wir hier? Eine weitere Murmel. Oh yeah. Richtig genial. Kannst du noch mehr finden oder
Ah, okay. In diesem Geheimgang ist so viele Murmeln. Das ist sehr schön. Das ist sehr gut. Okay. Ich glaube, wir haben die Murmeln auch schon ausgeschöpft. Wir haben 11 Murmeln. Das. Boah, man kann aber noch immer noch was finden mit den Murmeln. Was ist, wenn ich jetzt hier nochmal nach einer Wäscheklammer suche? Fund. Mir haben ja zwei Wäscheklammern gefehlt für ein weiteres Heilobjekt. Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Du hast mich davor. Komm erstmal. So, und was ist, wenn ich. Dann mache ich Wäscheklammern doch noch nicht hier, sondern dann mache ich erstmal die Socke. Fund. So. Ja, okay, da gibt es vielleicht noch eine weitere Socke. Schauen wir uns das mal an. Oh, eine Wäscheklammer. Ja, sehr gut. Uns hat noch eine, bitte nur noch eine Wäscheklammer. Oh, schade. Hätten wir jetzt noch eine Wäscheklammer gefunden, dann hätten wir zwei neue Heilobjekte. Oh, aber gut. Zwei Stühle für Prinz und. Der Stuhl ist für die Prinz und der und die Prinzessin. Ich kann schon gar nicht mehr reden vor Freude, vor Aufnahme. Ich kann hier den Rest einfach nicht anklicken. Okay, mehr kann er nicht finden. Was ist, wenn ich ihn hier Fund an den Revolver schnüffeln lasse? Findet er hier nichts? Okay. Und nee, ich glaube, mehr gibt's nicht. Okay. Gut, entfernen. Jetzt gibt es erstmal ein schönes Teegebäck oder irgendwas Leckeres, Süßes. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist was Süßes. Es ist etwas, womit wir uns heilen und regenerieren können. Genießt diesen geheimen Raum. Ich genieße ihn, weil ich ihn erst beim beim Pleiten Playthrough, genau, beim zweiten Playthrough entdeckt habe. Und ich jetzt weiß, wofür die Parfums sind. Richtig cool. Nicer Scheiß. Und das wird jetzt natürlich auch nochmal abgespeichert. Also, wie schon zum dritten oder vierten Mal erwähnt, storytechnisch haben wir jetzt hier nichts erreicht. Wir haben wirklich einfach nur diese Etage erkundet. Ich habe nach Murmeln, Wäscheklammern und Socken gesucht, damit wir diese dann abgeben können. Zum Eintausch für Heilobjekte. Habe aber zum Glück alle Parfums gefunden, sodass wir einen geheimen Secret-Raum gefunden haben. Und das erfüllt mein Herz gerade sehr mit Freude. Speichern war erfolgreich. Sehr gut. Ach ja, dann ein allerletztes Mal zurück zu der Aristokratenclub-Tür. Zu dem Kasten. Und da werden wir dann uns ein Süßgebäck abholen können. Yeah! Das sind auf jeden Fall wirkliche Oldschool-Spiele, wo du sehr viel etwas anbieten. Wo du wirklich sehr viel machen musst, um überhaupt was zu bekommen. Etwas anbieten. Und es geht weiter. Ja, ich biete ihm weiterhin Murmeln an. Noch 7 Stück. Weiterhin etwas anbieten. Hier, ihr Kinder, ihr könnt schöne Murmeln bekommen. Noch 6. Etwas anbieten. Ja. Diese Stelle wird sehr wahrscheinlich langweilig für euch sein. Ich hoffe, dass das aber vorerst in Ordnung für euch ist, weil wenn ich gut durch das Spiel mit den Heilungsobjekten durchkomme, dann ist es für euch viel sicherer auch, dass wir wahrscheinlich gemeinsam das Ende erleben werden. Weil es ist auch doof, wenn ich es schaffe, bis zum Endboss zu kommen, aber ohne Heilung dastehe. Das geht ja mal gar nicht. Boah, das geht gar nicht.
Die ganze Schnüffelei hat sich ausgezahlt und gelohnt. Wir haben einen Keks bekommen. Sehr schön. Besser gesagt, sehr gut. Okay, dann geht es jetzt mit unserer eigentlichen Aufgabe weiter. Ich denke, den geheimen Zimmerschlüssel, ja, da wir ihn schon einmal verwendet haben, werde ich jetzt ablegen. Genau. Socken und ja. Oh, ist das cool. Dadurch, dass wir jetzt so viel rumgeschnüffelt haben, haben wir gesehen, dass im VIP-Raum nichts war. In der Garderobe war nichts. In der Bibliothek hat sich die Mac befunden. Und wir müssen ja jetzt nach dem Teddybären namens Joshua suchen. Und da werden wir mal mit der Mac reden. Die weise aussehende Prinzessin sagte... Die Prinzessin mochte Sir Joshua, den Bären, sehr. Deshalb ist ihre Hoheit über diesen Zwischenfall verärgert. Die Person, die Sir James gestohlen hat, wird streng bestraft. Ach, was du nicht sagst, ey. Hier wird man doch wegen jedem kleinsten Pups bestraft. Aber wie es aussieht, ist hier vorerst nichts. Alles klar, dann können wir jetzt wieder aus der Bibliothek rausgehen. Und werden im Sick Room, also im Krankenzimmer, weiter nach dem Bären suchen. Da ist ein Zettel. Ach, doch nicht. Die Tür ist auf jeden Fall abgeschlossen. Ach so, okay. Das sah jetzt von hier oben wie so ein Zettel aus. Ach, die Wendy war die einsame Prinzessin. Die einsame Prinzessin schläft ruhig. Um ihre Augen herum glänzen Tränenspuren. Ja, sie hat wahrscheinlich wegen dem Verlust, die Bilder haben wir uns schon mal angesehen, vom Teddybären geweint. Oder weil es ihr vielleicht so schlecht geht. Aber im Krankenzimmer ist auch keine einzige Spur vom Teddybären. Was war denn hier überhaupt nochmal für ein Raum? Ach ja, gar keiner. Gut. Sick Bay Room, also das der Sanitätsraum. Lässt sich auch öffnen. Der Sanitätsraum ist auch anders geworden, seitdem Meerjungfrauen Kapitel ist das ja auch alles verknotet, verseilt, verschlossen. Unordentlich, unruhig. Aber hier gibt es auch keinen Bären zu sehen, weit und breit. Dann komme ich zu dem Entschluss, dass auf dieser Etage es keinen Bären gibt. Ach, hier können wir noch einmal gucken im Saloon, im Salon. Hallo, Joshua, Teddy Bear. Ach, da ist Eleanor. Die kalte Prinzessin sagte... Nichts. Der Dieb wird bestraft werden. Und der Vogel fliegt jetzt. Aha, und hin und zurück. Hier hinten gibt's auch nichts. Ist ja süß. Dass der da so rumflattert, der kleine Flattermann. Ja, dann müsste man eigentlich nur noch hier nachgucken. Das heißt, in den anderen Geschossen.